stehen bald neue Gesichter hinter den roten Sesseln bei The Voice of Germany. Seit einigen Jahren sorgt die Castingshow für grosse Begeisterung bei den Zuschauern. Nicht nur die Gesangstalente sind der Grund für das begeisterte Publikum, auch die Juroren erfreuen sich einer grossen Fangemeinde. Doch damit soll nun Schluss sein, die Jury soll komplett aufgelöst werden. Im vergangenen Jahr haben Marc Forster, Stefanie Kloss, Ray Garvey und Peter Maffay die Stimmen der Teilnehmer gewertet. Mitte Mai soll es laut Bild einige Veränderungen geben, die Besetzung der Profis soll noch völlig offen sein. Peter soll kein Interesse an einer weiteren Staffel haben und Marks Zukunft in der Show ist noch völlig ungewiss. Bisher sollen keine Verträge unterzeichnet worden sein. Aufgrund der Unklarheit könnte auch der Sendetermin verschoben werden. Obwohl Peter also nicht mehr bei The Voice zu sehen sein wird, hat er sie sehr genossen. Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist grossartig bei The Voice. ProSiebenSat.1 André Kowalski, Trainer bei The Voice of Germany 2022 ProSiebenSat.1 André Kowalski bei The Voice of Germany Coaches 2022 Peter Maffay, März 2022.